So, und willkommen wieder zu Let's Play The Hunter 2013, liebe Freunde. Ich bin gerade hier rausgekommen, hab hier links gleich, was auch immer, einen Hirsch gehört. Wie sonst? Habe ich wieder mal Glück. Dachte, ich laufe mal noch ein Stück in das Feld hier hoch, bevor ich auf die Aufnahmetaste drücke, aber sollte dann alles anders kommen. So, wir werden jetzt erstmal auf den Hügel gucken, um uns einen Überblick zu verschaffen, wo denn der Hirsch sein sollte. Und ja, und hoffen natürlich, dass wir ihn auch von den Läufen holen können, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Und die, naja, strecken sagt man ja eigentlich in der Jägersprache, aber naja. So. Er muss recht nah gewesen. Sein. Da unten rennt er weg. Scheiße. Ich habe da irgendwas gehört. Mist. Schade. Sah recht stark aus, sagen wir es mal so. Aber wir wissen ja jetzt, dass er ja runtergerannt ist. Ja, hier ist die Spur. Ja. Ich sag auch noch, der muss hier in der Nähe sein. Puff. Das war der. Ja, den haben wir gehört. Haben wir den zufällig? Natürlich haben wir kein Lockgerät für ihn mit. Aber na gut. Oder habe ich es eben übersehen? Nein, sieht sehr karg aus im Inventar, außer ein paar Revolver noch mit. Wir haben in der Schrot wieder mal die Flintenlaufgeschosse rein, falls denn wir ein Schwein finden sollten. So, da ist jetzt hier runter. Wir werden jetzt mal pirschen etwas in der Folge. Ist zwar nicht ganz so spannend, aber naja. Man kann ja nicht alles da ist. Hallo. Maultierhirsch. Oh, falsche Waffe. Wir müssen ihn schießen, bevor er in das Feld reingeht. Jawohl. Ist zwar nicht immer die beste Idee von hinten, aber naja, gut, okay, liebe Freunde. Man kann es ja nun nicht ändern. Ne? Du musst die jetzt schießen, weil wenn er erstmal in dem Schilf drin ist, hast er keine Chance mehr. Also nur vereinzelt, wenn wir mal Löcher sind und darauf hatte ich jetzt wirklich keine Lust, liebe Freunde. Ich werde jetzt ja auch mal ein bisschen Washing machen. Und jetzt gucken wir uns den ersten Mal an, würde ich sagen. Oh ja, der flog gut rein. Ins Gehirn 70 Meter. Ne, Neck steht da, aber. Na gut, okay. Score 124. Ja, ist jetzt nicht der größte, aber naja, gut, okay. Solltest mal deinen Kopf irgendwie. Lassen Sie auch blöd. Okay. Das ist ganz schön blöd. Ja, gut, okay. So kann man es anbieten. So, den hätten wir, liebe Freunde. Dann machen wir uns gleich mal auf nach hier oben, wo ich den Punkt schon gesetzt habe. Da hatte ich jetzt bis dahin eigentlich immer gute Erfolge auf die Schweine und deswegen. Aber der Part, den ich gestern gemacht habe, also aufgenommen, nicht hochgeladen, der ist ganz schön lang geworden. Ich lade nämlich hier wieder bei Wiedermals hoch. Ich denke mal, ich werde das jetzt immer machen und es könnte durchaus sein, dass bald mehr Folgen kommen werden, weil wir voraussichtlich eine bessere Leitung bekommen. Sieht sich zwar noch etwas hin, so ein, zwei Monate, aber dann, wenn ich die bessere Leitung habe, gucke ich erstmal, wie lange es dauert und falls es sich anbietet, machen wir da dann gleichzeitig noch WoW mit, damit wir das endlich mal abgeschlossen haben, pipapo. Und ja, deswegen der ganze Trubel. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen da hochlaufen zum Hochsitz auf die freie Fläche, da denke ich mal, haben wir viel Erfolg gehabt. Auf Schweine oder auch nicht, mal gucken.
Und ja, mal schauen, was es denn so bringt. Und wenn wir die bessere Leitung haben, können wir dann in ein neues Kapitel aufsteigen. Letztes, da kann ich endlich mal eine Stunde lang machen, falls wir eine 6000er bekommen. Ja, wir haben keine 6000. Ich habe zurzeit eine. Also, wenn es ganz gut kommt, habe ich eine 3100 Leitung, wenn richtig viel mal durchkommt. Und da dauert das Hochladen schon von Dateien, die 20 Minuten sind, dauert schon seine 4 Stunden. Und das ist wirklich sehr nervig, liebe Freunde. Und deswegen bin ich da eigentlich recht nah dran und versuche immer viel zu machen, dass ich eine bessere Leitung bekomme. Pipapo. Und ja. Was natürlich ich auch nicht garantieren kann, dass ich euch in jeder Folge einen Abschluss zeige. Das ist einfach Glück. Beziehungsweise Jagd können. Drücke es jetzt mal so aus. Aber gut, ich bin jetzt gerannt, aber. Das liegt, weil hat was mit der Aufnahmezeit zu tun, weil ich habe gestern den Part so lang gemacht. Ich habe mir angeguckt, 21 Minuten und boah, hau doch ab. Und der hatte wirklich eine Größe von über 700 Megabyte und das ist wirklich schon sehr. Oh, da hinten, da hinten, da hinten. Hirsche, Hirsche, Hirsche. Ich hätte mal Buckshot mitnehmen sollen. Alter, ist da weit weg, mein lieber Mann. Ich will nur so zum Vergleich, wie nah ich denn rankäme. Obwohl. Okay, nochmal ausatmen. Komm, bleib stehen. Okay. Und nochmal anlegen. Ja, da sah es auch nicht gut vorne im Lauf, glaube ich, nur. Ah, na, das ist keine Chance. Oder liegt er da schon? Keine Chance. Zum Nachschuss. Keine Chance. War ein bisschen weit, aber ich will mal ein bisschen Action hier reinbekommen in der Hunter-Aufnahme und deswegen habe ich gesagt, fass dir mal ein Herz und drückst ab. Tja, und wenn wir das dann abgeschlossen haben, also der Hunter, denke ich mal, wird schon eine Weile gehen, ne? Wir können ja immer wieder jagen. Und heute ist übrigens Update rausgekommen. Das war, na gut, Update nicht, also gut, Update war es schon in dem Sinne, aber ja, das waren solche Patches eben. Irgendwie gab es da einen Bug mit Pfeilen oder sowas. Kenne ich mich persönlich nicht aus, weil ich sehr selten mit Bogen auf Jagd gehe. Und meistens, wenn ich mit Bogen jage, dann meistens entweder auf Fasan oder Truthahn, aber naja. Aber meistens nehme ich den Bogen nur für die Hennen, weil die Hähne schießt dann doch mit Schrot lieber weg, weil du sonst ja nicht den Score bekommst, falls es ein starker ist, ne? So, willkommen bei der Nachsuche. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Das ist ja nice. Ah, da unten liegt er doch schon. Ist er tot? Ja, verendet. Da könnte in die Lunge gegangen sein, kann aber ein Stück weiter. Könnte sie auch verfehlt haben. Ich war mir nicht mehr sicher, weil der Schuss, den habe ich doch recht weit vorne angetragen. Deswegen muss ich jetzt will ich erstmal gucken, wo der denn sitzt. Auch so nirgendwo, finde ich gut. Ja. Andere Seite würde ich eigentlich gerne mal Meister. Oh, schön, haben wir mal zwei Geweihträger. Ich habe gedacht, komm, gehst mal hier hin. Ich würde es doch schon mal interessieren. Oh, weiter. Okay, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber will ich auch gar nicht. Wir haben schon so wenig Aufnahmezeit. Ein Weißwedel, schön. Wir haben mal keine zwei Fotos gemacht. Und weiter. Jetzt ist der in einer Minute schon eigentlich die Aufnahme, aber ich will die 10 Minuten eigentlich fassen, die Pause, obwohl das eigentlich für die Hunter viel zu kurz ist. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen am Rum. Probieren, was denn die perfekte Aufnahmezeit ist. 20 Minuten ist sehr lang, muss ich persönlich sagen. Vor allem, da ich ja ein kostenloses Renderungsprogramm habe und kein kostenpflichtiges, beziehungsweise ich habe mir keins gekauft. Ich habe auch ein sehr gutes kostenloses. Das rendert mir schon die Parts, wo ich früher sonst mit dem alten noch 1 GB gerendert habe, wenn nicht 20 Minuten lang war. Das waren wahrscheinlich 2 GB gewesen.
Das hat mir eine Aufnahme von 15 Minuten in manchmal eine Gigabyte gerendert. Da habe ich gedacht, nee, Schluss, das geht nicht mehr so weiter. Habe mich nach neuem umgeschaut, habe viel gelesen. Kostenlos. Und jetzt habe ich ein sehr gutes, was mir die 20 Minuten Bots auch nur in 700 MB gerendert oder 800. Ich sage mal so, ich gebe maximal 850 Megabyte, dann ist eigentlich bei mir die Kapazität voll, dann dauert es mir zu lange. 1 GB, das dauert 6 Stunden, 7 Stunden vielleicht, wenn es gut kommt. Da musst du eine gute Leitung aber gerade haben. Wann sind wir denn da? Das würde mich auch mal interessieren. Oh, da ist weiter links, gut, okay. Weil ich dann doch mal die Aufnahme beenden muss. Wir sind schon wieder eine Minute drüber. Bei 11 Minuten wären wir dann. Ich würde die eigentlich nicht so lang jetzt machen, die Aufnahme, aber naja. Ich will aber weiter jagen, das ist das Problem. Und denke mal, ich werde hier noch ein bisschen in dem Gebiet bleiben. Vielleicht noch mal den Schwein nah anpushen, mal mit einem Flintenlaufgeschoss schießen, wie das denn so die Schusseigenschaften sind oder wie es denn sich allgemein so macht. Vielleicht ist es ja persönlich sehr gut. Was mir bei der Hand da noch fehlt, sind diese. Warte, einen Moment, ich dachte. Nö, jetzt sind es angehört. Was mir bei der Hand da noch ein bisschen fehlt, sind so die Waffen wie Bockbüchs, Flinte, Pipapo. Das wäre doch mal nice, ne? Oder Bockflinte einfach mal, ne? Das sind solche Waffen, die einfach. Oder Kipplaufwaffe. Das ist sowas eben. Was mir persönlich so fehlt, auch in anderen Jagdspielen, die so vom PC kriegst, das fehlt mir da persönlich. Und was mir auch fehlt in den deutschen Wäldern, sind so die Tierarten, die heimisch sind. Die haben zwar jetzt Rotwildhammer, Bockhammer, aber die Raubwildarten, ne, die ganzen wie Waschbär, Fuchs vor allem, Fuchsjagd, oh, das ist eine wunderbare Jagd, Fuchsjagd, mit der Schrot rausgehen und oder auch Kugelwaffe verwenden. Das sind alles solche Dinge, die hoffentlich mal noch kommen werden, weil sonst doch etwas eintönig wird, ne, wenn nicht noch mal eine neue Tierart kommt und hast sie nicht gesehen. Alter, wie weit ist denn der Hochstand noch? Alter Schwede, das schaffen wir ja nie in der Aufnahme. Naja, muss ich das dann eben offscreen erledigen? Ich will das zu denen und habe ich gedacht, nein, da ist viel zu weit noch. Das ist weiter als der und deswegen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und bekommen noch ein Fasan, die scheinen hier hochgezogen zu sein, aber na gut. Ich war auch so schlau und habe keinen Lockruf mitgenommen. Ich habe jetzt einfach die Aufnahme gestartet, weil ich selber keine Zeit mehr hatte, pipapo. Aber ich muss sie mir ja nehmen, beziehungsweise ich will sie mir ja nehmen, ne? Für euch. So, ich will das eigentlich auch nicht so zusammenschneiden, wie das manch anderer macht, dass der erst wieder einblendet, wenn ein Tier kommt. Erstens ist es mir zu umständlich. Zweitens will ich eigentlich, dass man auch die anderen Aspekte so mitsieht, wie es denn eigentlich. Oh, wie es denn eigentlich abläuft. Oh, Hallöchen. Das schieße ich auf keinen Fall. Wohl, vielleicht doch. Ich dächte, ich könnte nicht bald sein, dass er noch sich ein zweiter dazu gesellt. So hat's. Oh, die hat irgendwas gewittert. Ja, die äugt uns an, wie man der Jägersprache sagt. Gut, jetzt können wir weitermachen. Die Frage ist, ob der Hirsch hier irgendwo ist. Sieht danach nicht aus. Man kann sich eigentlich nie sicher sein. Ich bin gerade am Überlegen, deswegen. Komm. Ah, ist das dämlich. Können sie eigentlich nur auf den Träger versuchen.
bleibt er uns eigentlich nicht. Liegt. Die Frage ist nur, ob er noch was abgegangen ist. Ne, sieht eigentlich nicht danach aus. Gut. Jetzt rennen wir mal. Oh, die Aufnahme, Mensch. Was die schon wieder an Überlänge hat. Finde ich schade, dass ich nur so kurz aufnehmen kann. So würde ich die Part so vielleicht so 25 Minuten machen, aber kann ich einfach nicht. Weil ich die Leitung dazu nicht habe. Obwohl, ich bin gerade kurz am Rechnen. Wie viel wir denn schon weg haben? Wann habe ich denn angefangen? Wir müssten jetzt bei 16 Minuten sein. Da läuft das Schwein. Sa! Scheiß doch die Wand an. Scheiße! Wusste ich doch, dass hier noch irgendwas ist. Mist, und ich hab's nicht mal im Laufen gekriegt, weil es dann in so einem Busch war. Scheiße. Ach. Wo ist es? Hä? Wo ist denn? Unser. Ach, Mist. Mist! Mein Gott. Das ärgert mich. Schade. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte es erst nicht schießen. Hätte diesmal nicht gemacht. Hallo. Wo bist denn jetzt? Wo war's denn? Das sieht man aber auch so schlecht. Muss der hier irgendwo sein. Und die Suche beginnt. Ganz super, wo ist es denn? Ich bin, denke ich mal, wieder nur zu blind, dann liegt es genau vor mir. Ich stell mir auf dem Hügel hoch und gucke mal. Ich hab's mir schon gedacht, dass da irgendwo ein Schwein liegt und die Sau liegt genau unter Deckung drin. Scheiße. Wo ist es? Nein. Wo ist es? Oh, und die Aufnahme wurde da herrlich in die Länge gezogen. Wunderschön. Das lag doch hier irgendwo gleich. Das ist doch zum. Deswegen schieße ich die nicht gern, wenn die in so einem dichtigen Dickicht sind. Findest du es aber nicht, Mist. Wollte ich mich jetzt verarschen? Das war da genau auf 12 Uhr, kannst du sagen. Wo bist du? Das ist doch umgefallen. Ist das umgefallen? Ja, das ist umgefallen, ne? Ich bin da jetzt nicht irgendwie falsch. Oder war das noch weiter hinten? Bin mir gerade selber nicht sicher. Nee, das wäre doch toter Winkel. Das wäre toter Winkel. Die mich jetzt verarschen. Du brauchst echt Infrarot. Hä? Ich drücke ja auf die ID, falls es irgendwie sich im Boden gebackt hat. Da will ich. Da gibt's denn das? Ist doch scheiße. Alter. Na gut. Ich werde das jetzt noch ein bisschen suchen gehen. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal. Oh. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage dann erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part, ne? Die Aufnahme wird schön Überlänge bekommen. Und dann würde ich erstmal sagen, ne? Man sieht sich und noch ein kräftiges Weidmannsheil für eure Jagd. Ciao.